Willkommen zurück zu Kingdom Hearts und zu einem unnützen Faktenwissen. Dafür werde ich noch einmal kurz nach Traverse Town reisen, auch wenn das total gar nicht das ist, was ich eigentlich machen wollte. Aber es wird lustig. Vertraut mir, denn ich habe mich ja in der letzten Folge gefragt, sag mal, wie alt sind denn die Kinder, die sich hier wie sechs aufführen? Wenn ich es richtig gesehen habe und richtig gelesen habe, Sora ist 14, Kairi und Riku sind 15, benehmen sich aber wie 6- und 7-Jährige, ja. Und jetzt wird's richtig lustig. Ich reise nämlich jetzt mal nach Traverse Mitte, hat nämlich einen Grund. Ich möchte nämlich einmal ganz kurz zu Cid, denn das ist nämlich der Punkt, an dem es nämlich anfängt, richtig Banane zu werden. Nein, Moment. Und zwar, also, hier herrscht ein riesengroßes Paradoxon, was die Person angeht. Ich meine jetzt ganz davon ab, dass Sora Schuhgröße 78 hat, ja. Ich habe noch mal ein bisschen weiter nachgehakt und habe mal geguckt, so sag mal, wie groß sind die denn alle? So, Donald Duck wird als 1,13 Meter angegeben. Das bedeutet so in etwa, dass Sora etwa 1,80 Meter groß ist, Goofy so um die 2,20 Meter und Cid scheinbar so 2,50 Meter. Und jetzt kommt der große Spaß. Wie groß Cid ist, ist in der Tat bekannt. Denn in der Final Fantasy VII Beschreibung stehen nämlich von allen Charakteren die Körpergrößen dabei. Und Cid ist eigentlich 1,78 Meter groß. Das heißt also, entweder ist Sora 1,30 Meter groß oder 1,80 Meter. Wir können uns da noch nicht so ganz einig werden. Was auf jeden Fall eindeutig klar ist, ist, er hat für sein Alter definitiv viel zu große Schuhe. So. Nasengröße. Auf jeden Fall ist das, wie bin ich drauf gekommen? Ich weiß nicht, das war so ein, es war schon so ein Ding von wegen, warum sind seine Schuhe so groß? Und dann bin ich auf einmal auf die Frage gekommen, wie groß ist eigentlich Donald Duck? Und da habe ich halt eben gesehen, der ist 1,13 Meter. Und da dachte ich mir so, wie groß ist denn eigentlich Yuffie? Weil er geht ja Yuffie gerade mal bis zur Brust. So, und Donald Duck ist 1,13 Meter. Genau, ja. Nee, aber fast. Guck mal, wenn sie nebeneinander stehen. Von Fuß. Also, Sora ist irgendwas zwischen 1,70 und 1,80. Wenn Donald 1,13 ist, dann leg einen Donald oben drauf. Dann bist du etwa ein Kopf über Sora, etwa auf der Höhe von Goofy. Ja. Naja, ein bisschen größer als Goofy. So, dann bist du bei 2 Meter, bei 2,26. Dann kannst du nochmal einen Kopf abziehen. So wie groß auch immer ein Kopf ist. Aber es ist auf jeden Fall kein Drittel. Doch, etwa ein Drittel. Zumindest, wenn das Donalds Kopf ist. So, ein Drittel von Donald ist etwa 70 Zentimeter. Sind wir schon bei 1,70 Meter, 1,80 Meter. Also, ja, doch. In der Tat. Das können wir gerne mal nach Pixel ausmessen. Habe ich gar kein Problem mit. Ich sag's euch in der nächsten Folge. So. Auf zum Gummijet. Denn wir wollten ja weiterfliegen. Und zwar hierhin. Die gleiche Route nochmal, nur hoffentlich diesmal ohne Wahl. Irgendwas schießt da auf mich. Und ich krieg's nicht angeschossen. Yeah. Generell schieße ich gerade irgendwo hin, aber nicht dahin, wo ich gerade hinfliege. Das ist gerade super strange gewesen mit den Schüssen, weil ich denke, dass ich richtig fliege, aber irgendwie fliege ich doch nicht richtig. So, jetzt die Frage. Komme ich da jetzt? Nee, ich komme da natürlich nicht durch.
Nebenbei habe ich auf die Schnelle keine Angaben dazu gefunden, wie groß Sora eigentlich wirklich ist. Aber trotz allem finde ich das nach wie vor sehr, sehr richtig und wichtig und witzig. Das ist wie Vylord, ja, und ob er denn wirklich fliegen kann. Und die Antwort war, ja, kann er. Also wenn es Vylord in der Realität geben würde, weil das kann man ganz einfach physikalisch ausrechnen. Man nimmt sich man rechnet einen Zylinder aus und dann guckt man, wie groß ist dieser Zylinder, wie ist das Volumen, welche Dichte muss der Zylinder haben. Und das sind so Angaben, die man dann halt eben doch schon ganz gut herbekommt aus dem World Wide Web. Nicht nur aus dem World Wide Web. Teilweise bekommt man die Information auch aus dem Pokédex. Und eins könnt ihr mir glauben, manchmal ist der Pokédex gar nicht so nett und freundlich. Ja, du, dafür brauchen wir Aber hast du das mitbekommen mit der Größe von Sora und so weiter? Warst du da gerade noch da? Weiß ich nicht. Ich habe auf jeden Fall nachgeguckt, da wirktest du gerade nicht anwesend. Na, oh, egal. Mehr dazu gibt es in der nächsten Folge. Ich rechne euch das sogar direkt vor der Nase aus. Was geht denn jetzt ab? Monstro ist verschwunden. Wir sollten schnell weiterfliegen. Okay. Das ist die Information, auf die wir gewartet haben. So, die Frage ist, wo kommen wir denn dann hin? Vielleicht zu Captain Hook! Moment! Das ist ein Universum. Und... ja, doch, tut es. Andererseits muss man natürlich sagen, hast natürlich recht. Alter, sag doch nichts über die geistige Reife aus. So wie es hier Dörpolino und Dörpolino 2 tun. Nee, der gibt voll mit seinem neuen Spielzeug an. Der hat ihn gar nicht mehr lieb. Der hat neue Freunde gefunden. Wie dem auch sei. So, wir sind in Atlantica gelandet. Willkommen in der Welt von... oh, scheiße. Weil es eine Wasserwelt ist. Weil es eine Wasserwelt ist. Deswegen, oh scheiße, aber egal. Landen? Ich sehe überall nur Wasser. Wir werden ertrinken. Wasser- und Eiswelten sind die schlimmsten, die man... oh, fuck. Oh, guck. Da kommt unser Essen angeschwommen. So, Donald ist zumindest schon mal ein Entakel. Show you how we swim around here? Ariel! King Triton will not like this! Oh, don't worry.
Du hast leicht reden. Okay, jetzt lernt ihr richtig zu schwimmen. Schwimme mit dem linken Stick, tauche mit Kreis auf und mit Viereck ab. Auch das noch. Leute, warum habe ich einen linken und einen rechten Analogstick, wenn ich mit dem Kreis und mit Viereck auf- und abtauchen muss? Fabius wird euch zeigen, wird es euch zeigen. Versucht ihn zu fangen. Also, los geht's. Geil. Super. Und natürlich auch genau die Tasten, die absolut gegenüber voneinander liegen, damit es ja bloß nicht so einfach wird. Schön. Wo ist das komische Gesicht mit Flossen? Nebenbei ist Donald auch kein Oktopus. Er ist nur ein... Nee, ein Hexapus. Haben wir es gleich? Können wir jetzt hier endlich weg? Sind wir fertig? Under the sea, fish are creepy. Na, wie oft muss ich denn noch fangen? Geht doch. Good job. Now let's move on to self-defense. Sebastian! Yeah? Class is over. Good luck. Ganz toll. Jetzt darf ich auch noch unter Wasser kämpfen. Oh, geil. Ich bewege mich wieder wie auf Stufe 1. Ich bin ja so glücklich darüber. Oh, kommt wieder raus, ihr Fische. Wow, gut gemacht. Bin so beeindruckt. Du kannst Dinge tun. Kommt raus da. Traue dem Ganzen hier nicht. Diese Kreaturen haben uns verfolgt. Ja, deswegen hatte ich auch erstmal Zeit, mit uns Fang zu spielen. Oh nein, diese Monster wollen vielleicht auch zum Palast. Wir sollten lieber sofort zurückschwimmen. Aber wenn wir noch mehr von denen begegnen... Tut mir leid, aber wir brauchen eure Hilfe. Bitte kommt mit uns zum Palast. Die drei Zackzeichen an den Wänden weisen den Weg. Solange wir ihnen folgen, verirren wir uns nicht. Okay, los geht's. Ja, ich würde mal sagen, ganz einfach so Ding. Donald, du verziehst dich mal. Dafür nehmen wir eine hübsche, sagen wir einfach, ein Fisch hat den Großteil ihres Unterkörpers gefressen und die leben jetzt in Harmonie miteinander. Natürlich ist es eine Meerjungfrau, ich weiß. Don't judge me! Die hat eine Flosse am Arsch. Was? Achso, er hat eine Flosse am Arsch. Er ist dann eher so ein Haifisch-Ding. Tritons Unterwasserreich. Atlantika. Sehr interessant. So, okay. Damit auch jeder Volldepp weiß, wo es hier lang geht, folgen wir den Pfeilen, die auch ganz unauffällig hier durch die Gegend flitzen. Ich ignoriere die Gegner hier jetzt einfach eiskalt. Weil es überhaupt nicht gefällt. Meeresströmung, ein eigenes Areal, nur für eine Meeresströmung. Los geht's, hui! Moment, da. So, und hier schon wieder so eine von diesen richtigen
Asimov-Dingern. Weil wir dann nämlich reingeschubst werden können. Und wenn wir da reingeschubst werden können, können wir da sicherlich auch... Ja, genau, das hatte ich ja eigentlich auch vor. Einmal durchlaufen. Palasthof. Super. Ey, das sieht doch mal endlich ein bisschen hübscher aus hier. Oh ja, ist okay. Noch nicht einmal anwesend richtig, aber schon kommen hier die Gegner wieder. Ich liebe es. Donnerquarz. So, hier kriegt er aufs Maul. Auf die Klappe. Mac. Alleine hier Erfahrungspunkte zu sammeln, ist doch schon absolut ekelerregend. Was? Ach, aber die kriegen Propeller an den Kopf, oder was? That was too close. Hey, Vater, ich komm! Pritz! As long as I have my trident, I will not tolerate those creatures inside this palace. Cool, jetzt wird nicht nur Ariel, sondern auch noch das Dreizack geklaut. Daddy? Oh, Ariel, when will you listen? It's dangerous out there. Strange creatures lurk outside. Behold, you swim before the ruler of the seas, His Majesty King Triton. And who are they? They helped us fight off those creatures. And they don't look familiar. We're from an ocean very far away. Yup, we came to find the keyhole. The what? What's that? Well, it's a... There's no such thing, certainly not here. But Daddy... Ariel, not another word. You are not to leave the palace. Is that clear? Perhaps I'm being too strict. I'm just concerned for her safety. Of course, Your Majesty. But I must admit, now I'm quite curious about this keyhole. That need not concern you, Sebastian. Have you anything to report? Just as you suspected, Your Majesty. They seem to be coming from Ursula's grotto. I knew it. That sea witch is up to no good again. A sea exile from the palace has taught her nothing. Yes, she poses serious danger. And I told you to keep Ariel away from such danger, did I not? Your Majesty, please, I... Yay. nebenbei, das hätte man ganz einfach klären können. Man hätte einfach sagen können, hey, wir kommen von einem anderen Ozean. Wir sind nicht vom Atlantik, sondern wir sind vom Pazifik frisch aus Fukushima angereist. Deswegen auch die Flossen und der Hundekopf. Aber das ist echt ein bisschen zu hart. Bleiben wir lieber bei Tschernobyl-Witzen. So, ja, hier ist ein Zeichen, das hätten wir was machen können. Ja, natürlich ist das böse. Ich habe nicht gesagt, dass ich alles hier mag. Also Ariel mag ich generell nicht. Aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Na gut, dann hauen wir hier halt eben doch wieder ab. Du darfst nicht den Palast verlassen. Okay, ich verlasse den Palast. Komm mit zu meinem Versteck, ich möchte euch etwas zeigen. Ach, nee, nicht ihre... Och, bitte nicht ihre... Na, Bestecksammlung. Dort ist es.
Also Briefmarken wird sie ganz sicher nicht haben. Sag mal, greift mich der Delfin gerade an? Ich glaube, so geht das nicht mit Felsen, aber okay. Seht euch all die wunderbaren Sachen an, die Fabius und ich gesammelt haben. Ja, ist das nicht herrlich? Alles von versunkenen Schiffen. Ich glaube, sie stammen alle aus einer anderen Welt. Eines Tages werde ich erfahren, wie es draußen ist. Ich möchte andere Welten sehen. Klingt das verrückt? Nein, überhaupt nicht. Früher dachte ich genauso. Früher? Ich meine, jetzt auch. Warum suchen wir nicht alle zusammen das Schlüsselloch, von dem du erzählt hast? Aber dein Vater hat gesagt... Ach, er behandelt mich wie ein kleines Mädchen. Er verbietet mir immer alles. Er versteht mich einfach nicht. Na klar. So, nebenbei wurden wir beobachtet. Sebastian, komm mal her hier. Nee, ich habe noch nicht über den Waffenwechsel nachgedacht, tatsächlich. Mega Potion. Moment, hier ist da noch mehr. Ja, ja, klar, ich räuber sie erstmal aus. Das ist so ein typisches Rollenspiel-Ding. Also, ich glaube, die Person innerhalb eines Rollenspiels oder Adventures, die wissen, warum sie ihr Haus so aufgebaut haben, dass da jeder X-Beliebige reinkommt und sie ausrauben kann. Das ist eingeplant. Das ist wie mit dem Betreten von Hotels. Die wollen, dass man so etwas mitnimmt wie Seife oder Bettwäsche oder Handtücher und so weiter. Das ist alles vollkommen eingeplant. Weiß doch jeder. Scheint ein gutes Versteck zu sein, wenn Sebastian und die Aale das Versteck finden. But the girl couldn't prove useful, and I've got the Heartless on my side. Triton, my old friend, your day is coming. Oh, wollen wir die mit Donald verkuppeln? Ich glaube, die passen gut zusammen. So, von Tintenfisch zu Tintenfisch. So, und ich bin mir noch nicht sicher. Ich mit dem Schwert, ich kann es mal ausprobieren. Aber angeblich ist ja die Reichweite nicht so hoch. Ach, jetzt reicht's. So, vor allem ist die Frage, wo muss ich jetzt eigentlich hin? Muss ich wieder zurück zum Palast? Ich muss nochmal zurück zum Palast. Wir kennen es ja mittlerweile schon. Öfter mal ist dieses Spiel darauf ausgelegt, dass man 20 Mal zum selben Ort geht und immer wieder neue Events auslöst. Darum schwimme ich da jetzt rüber zum Palast, denn da ist Party und so. Achso, na klar, natürlich, der Dreizack muss ja noch gestohlen werden. Das heißt also, natürlich müssen wir jähen. Oh, offen. Ariel ist die Prinzessin von Atlantica, doch, genau, so heißt unser Land. Aber temperamentvoll ist sie, wie sie ist, verlässt sie oft den Palast. Sie sollte sich benehmen, wie es sich für eine Prinzessin geziemt. Ah, Moment. Ich versuche jetzt einfach mal, Soras Gedankengang nachzuvollziehen. Alice wurde entführt. Jasmin wurde entführt. Duh. Seid ihr so den ganzen Weg hierher geschwommen? Hm. Okay. Scheinbar ist das nicht der Weg. Achso, siehst du? Ich wollte ja zumindest einmal kurz die Waffe gewechselt haben, damit ich mir zumindest ein Bild davon machen kann.
Ausrüstung, genau. Wanderlumpe gegen die gegen den Wunschgestirn austauschen. Ich bin mir gerade irgendwie nicht so ganz sicher, ob das gut oder schlecht war. Aber wird schon passen. So. Schlüsselloch finden. Ich glaube, das ist der Trick. Ich will mich jetzt einfach mal darüber. Ach, nee. Wo bin ich denn jetzt? Komm ich hier einfach hoch? Hier gibt's nix. Okay, vermutlich muss ich hier später irgendwas machen. Oder das Ding hier aufklopfen. Sag ich doch. Mega Potion. Fischer Creepy. Ah, Mann! Hadouken! Moment. Warum bin ich jetzt gerade runter? Warum schwimmt der hier runter? Der ist einfach von sich aus runtergeschwommen. Und warum kann ich... Achso, darum kann ich wieder die Kamera nicht drehen. Ich was anvisiert habe. Oh, hier liegt noch ein Schatz. Ruhe. Steckt im Meeresbogen fest. Was nun? Geht dann halt nicht. Kommen wir hier. Haben wir hier überhaupt was? Achso, nö. Das sah nur so aus, als hätten wir hier irgendwas. Okay, dann schwimmen wir einfach mal komplett in die entgegengesetzte Richtung. Kann ich ja eigentlich abspeichern. Und warum kann ich die irgendwie immer anreden, aber irgendwie dann doch nicht? Alles sehr verwirrend hier. Meeresströmung. So, hui! Was ist das hier? So. Ich glaube, es hat euch Spaß gemacht. Einfach Elektro ins Gesicht. Vor allem, ich kann nicht chargen. Das nervt mich auch so massiv. Ich habe extra diese Charge-Angriffe. Und im Grunde habe ich jetzt nichts außer hoch und runter. So, wo geht's hier? Achso, hier bin ich rausgekommen, ne? Ich hab den Delfin? Aber warum? Der Delfin hat mir noch nichts getan. Oh, wait. Da liegt was. Okay, du sagst, schnapp den Delfin. Ich schnapp den Delfin. Okay. Ich schnapp den Delfin und guck, was dabei rumkommt. Schön wäre auch, wenn ich schneller schwimmen könnte.
okay. Alles wird gut. Wenn ich denn weiß, wo der Delfin ist. Oder den Delfin finde. Delfin? Delfinchen? Da ist der Delfin. Toll. Passiert ja gar nichts. Das noch. Keine Gegner in der Nähe sein. So gut, dass es davon hier gerade so wenig gibt. Ah, jetzt geht's. Hab dich! Ja. Ja. Nö, ich kann gar nichts mit dem machen. Also ich kann den festhalten. Jetzt wieder zurück zum Palast, sagst du, ja? Also. Zum Anfang! Also ich bin ja glücklich, wenn ich überhaupt einen Speicherpunkt habe. Aber gut, dann düse ich gleich zum Anfang. Aber vorher mache ich jetzt nochmal eine kleine Pause. Bis gleich!